Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Projekt. Es wurde bereits angekündigt. Unten kann man wieder den Titel lesen. Und wer schlau ist, der weiß auch jetzt schon, was wir spielen. Wir spielen nämlich, ich warte, bis der Titel kommt. Hier sehen wir ihn schon. Na, jetzt sehen wir ihn. Und oh, bam! Crash Bandicoot 2! Cortex Strikes Back! Cortex Strikes Back. Ja, Crash Bandicoot. Start to begin. Ja. Steuerung will natürlich mal wieder nicht. Doch, jetzt will sie. Schön. Wir haben sogar deutsche Sprache. Das heißt, also auf Deutsch heißt der Titel natürlich Cortex schlägt zurück. Wir fangen natürlich ein neues Spiel an. Und wer ist denn der Titel? Na, wir fangen jetzt mal ein neues Spiel an und dann schaut ihr euch an, was auf euch erwartet. Jetzt kommt nämlich eine Cutscene. Kristall! Na klar! Aber Meister Cortex, für die totale Macht brauchen wir nicht nur den Hauptkristall, sondern auch die übrigen 25 kleinen Kristalle von oben. Die sollen wir dir holen, wenn wir auf der Erde keine Verbündeten mehr haben. Du Narr, glaubst du, ich weiß nicht um unsere Lage? Wenn wir auf der Erde keine Freunde mehr haben, brauchen wir halt einen Feind. Crash? Crash? Crash, meine Batterie ist leer. Mach dich nützlich, großer Bruder, und hol mir meine Ersatzbatterie. Als großer Bruder spielen wir Mädchen für alles und holen Batterien. Zur Info, das ist Coco, Crashs kleine Schwester. Und wir fangen schon mal an, hier ein bisschen uns die Wumpas zu sammeln. Boing, 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 boing. Uhu, wir haben immer noch keine Musik. Ich werde das mal so... jetzt haben wir Musik. Bevor ich es vergesse, ich muss kurz an den Optionen ein bisschen runterschrauben. Noch ein Stück. Perfekt. So, weiter. Wie es oben im Titel gesehen wurde, spielen wir das Spiel... nicht blind, wobei ich kenne das Spiel sowas von gar nicht mehr. Von allen Crash-Spielen, die ich bisher gespielt habe, kenne ich das hier am wenigsten. Unterschiede zum ersten Teil. Oben links die Wumpa-Anzeige ist anders. Wir sehen, wie viele Kisten wir gesammelt haben. Und Crash hat einiges mehr drauf. Und zwar kann er den hier, bam, zum Bauchklatscher. Dann kann er auch noch den hier. Da können wir so rollen. Jetzt haben wir die Kiste kaputt geschossen. Und dann kriecht er noch so ein bisschen. Ja, das machen wir auch noch kurz kaputt. So können wir auch Kisten kaputt machen. Und oben in der Titelbeschreibung steht ja schon 100%. Das heißt, es wird ein 100% Run. Und zwar sehen wir unten rechts die Prozentanzeige. Das heißt, das Let's Play ist beendet, wenn da unten noch eine 0 steht und noch eine 1. Also 100%. Habe ich mir vorgenommen. Ich kenne nicht alle Geheimnisse, aber ich meine... ich werde es schon schaffen. Also gehen wir weiter. Wumm. Und weißer Bildschirm und wir kommen raus. Und jetzt kommt wieder kurze Cutscene. So. Wenn das nicht Crash ist. Willkommen. Ich bitte um Entschuldigung für meine Methoden, aber einer schriftlichen Einladung wird wohl kaum gefolgt. Ich brauche deine Hilfe. Um dich herum siehst du 5 Türen. Hinter jeder Tür liegt ein gut versteckter Kristall. So sehen die Kristalle aus. Hol mir die Kristalle, Crash. Mehr werde ich im Augenblick nicht sagen. Wir sprechen uns wieder. Ja, also, wir haben klare Anweisungen bekommen. Wir sollen die Kristalle holen. Was ich nicht verstehe an dem Spiel ist, Cortex ist unser Feind. Wieso holen wir ihm die Kristalle? Das... verstehe ich irgendwie nicht an dem Spiel. Wir können hier speichern. Das machen wir auch gleich. Das heißt, ich werde...
keine Safe States benutzt. Wir wollen den Name. Der Monster-Tags kann ich nicht hinschreiben, weil das ein viel zu langer Name ist. Deshalb, so wie ich mich sonst immer nenne, nur Tags. Weil wir spielen, wir heißen Tags und wir spielen das Spiel auf dem Spielstand Tags. Ganz simpel. Da, uhu! Mit so einem lustigen Bild. Wenn ich mich nicht irre, das Bild ändert sich, je nachdem, wie weit wir im Spiel fortgekommen sind. Was man noch kurz sagen kann, hier oben sehen wir sozusagen eine, ja, was wir schon in dem Level alles eingesammelt haben. Aber, also da ist so ein Teil für den Kristall und dann noch hier für die Edelsteine. Und bei manchen kann man halt zwei Edel, solche farbigen auch noch einsammeln. Bei manchen kann man halt nur den Kristall und einen Edelstein einsammeln. Und wir beginnen halt jetzt einfach mal das erste Level. Ihr habt den Titel nicht gelesen, irgendwas mit Turtle, also Schildkröte. Aber egal. So, jetzt kommt wieder an. Können wir hier irgendwas? Nee, geht nicht. Okay, vorwärts. Und man merkt es noch immer so im Stil des ersten Teils, was ich eigentlich auch ganz gut finde. So, bam, 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 bam. Kaputt. So. Okay, das hier ist gemein, weil das hier ist irgend so ein Moor oder so, da sind wir übel langsam. Gut. 77 Wumpers schon. Dann. Für den ersten Level also. Einfacher als. Ja, ich will nicht einfacher sagen, aber. Anders als Crash 2. Ich nehme erst den Checkpoint. Und dann hier, solche Viecher sind lustig, weil wenn man jetzt diese Attacke verwendet, fliegt man durch und kommt so in einen geheimen Teil des Levels. Bam, 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 bam. Und, ach, schade. Bam. Juhu. Es bringt überhaupt nichts extra, wenn man die Kisten so kaputt macht, aber ich habe einfach Lust dazu. Glück, 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 Glück. Ah, fertig. So, okay, und die Schildkröten sind auch noch so ähnlich wie vom ersten Teil, die drehen sich um. Oh, hier ist auch ein Checkpoint. Verdammt. Hoffentlich, ja, jetzt starte ich wahrscheinlich immer bei dem, nicht beim anderen. Oh, ich hält. Ja, das ist auch neu, und zwar unten rechts diese Nitro-Kiste. Die sind ähnlich wie die TNT-Kisten, mit dem Unterschied, die explodieren sofort, wenn wir sie berühren. Was natürlich sehr nicht hilfreich ist. Warte, ich habe eine Idee. Ah, geschafft. Ich weiß nicht, ob da man das so machen musste, aber egal. Ja, genau das meine ich. Komme ich da hoch? Kann ich es nicht mehr kaputt machen? Kann ich... Och nein. Ich kann noch eins versuchen. Nee, da komme ich nicht mehr hoch. Okay, dann klappt das nicht mehr jetzt. Einfach... Ja, der Nitro-Kiste eigentlich ausweichen, aber will anscheinend nicht funktionieren. Nee, also hier, das klappt gerade gar nicht. Gut. Ja, für die, die es noch nicht wissen, um diese besagten Edelsteine zu bekommen, müssen wir alle Kisten kaputt machen. Damit werden auch hier in geheimen Parts die Kisten mit eingeschlossen, auch die in den Bonusspielen. Ah, und so eine grüne Ausrufezeichen-Box macht alle Nitro-Kisten in dem Areal kaputt. Nicht die, die jetzt außerhalb des normalen Levels sind. Warum haben wir die Kisten da vorne nicht kaputt gemacht? Das liegt ganz einfach daran, dass wir jetzt noch nicht rankommen können, sondern später. Das heißt, in diesem ersten Level werden wir schon mal auf jeden Fall keinen Edelstein bekommen. Und hier haben wir noch so einen Teil, nur das ist viel lustiger, weil hier geht's ins Bonus-Level. Was viel angenehmer ist als die ganzen anderen Bonusleveln aus dem ersten Teil, finde ich. Weil man muss nicht mehr Bonusköpfe einsammeln. Das heißt, wenn man einen vergessen hat, dann die vergisst man eigentlich nie oder verpasst man so gut wie nie. Man kommt halt immer da rein und wenn man sterben sollte, verliert man kein Leben. Und wenn man da drauf geht, ist fertig und man bekommt alles dazu addiert. So. Hepper. Oh, noch ein Leben. Schön. Ich will kaputt, Mann. Im Moor-Gedöns kann ich meine Wirbelattacke nicht machen. Bam. Hepp. Gut. Jump.
und drüber springen, nicht kaputt machen, und weiter springen und drüber springen und weiter rennen, weiter rennen, weiter rennen, weiter rennen und zu kaputt machen. Bam, da. Ist sicher nicht so effektiv wie ganz normal kaputt machen, aber sieht deutlich lustiger aus. Okay, ja, hier müssen die Mäuse herkommen. Zwar muss ich mich auf ein Mausteil springen lassen und dann drüber springen. Bam, komm ich hoch? Ja, ich komme hoch. Geht es? Ja, bam, kaputt. Einfach, weil es Spaß macht. Einsammeln, 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 wuhu. Maus, bam. Wuhu, und da sehen wir den Kristall, yeah. Hep, oh, noch ein Leben. 12 Leben, ey, das ist ein guter Anfang. Das ist ein sehr guter Anfang. Und kaputt. Ah, nicht hochgeschafft. Aua. Es ist immer noch so, dass man nach einem Schlag stirbt, wenn man nicht einen solcher Akku-Akkus hat. Wie toll. Ja, hier sehen wir, was ganz hilfreich ist. Uns haben, jetzt muss ich kurz Kopf rechnen, 6 Kisten gefehlt. Das sind gerade die Anzahl der Kisten, die wir in dem Bonus, in dem geheimen Part des Levels vergessen haben. Ansonsten hätten wir da einen Edelstein dann jetzt bekommen. Aber da kommen wir später wieder hin, um den Edelstein zu holen. Jetzt da oben angezeigt und wieder eine Cutscene. Ich bin ruhig. Gut gemacht, Crash. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Jetzt hör gut zu. Diese Hologramme kosten viel Energie. Bei meinen Studien bin ich auf eine Kraft gestoßen, die die Welt zu zerstören droht. Kristalle sind das einzige Mittel, diese Kraft aufzuhalten. Das Schicksal der Erde steht auf dem Spiel. Du musst mir daher unbedingt diese Kristalle holen. Da, Crash? 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 Bist du da, Crash? Crash? Ja, also ich bin da. Also da ist einfach nur Coco, die fragt, bist du da, Crash? Bist du da? Bist du da? Ja, ich bin da, ich bin da. Nee, ja, ich verstehe immer noch nicht, warum wir ihm helfen, als ob wir... Gut, wenn wir sein Gesicht angucken, sieht er nicht gerade aus, als ob er der Hellste ist, aber trotzdem sollte er wissen, dass Cortex wahrscheinlich nichts Gutes plant. Okay, wir gehen kurz speichern. Ah, da hat man schon gesehen, wir haben das Bild und jetzt haben wir das Bild. Weil wir weiter fortgeschritten sind im Spiel, weil wir haben schon, wie viel Prozent haben wir? 2%! Boah, Mann, sind wir gut. Gut, ja, das war's dann hier vom ersten Part, Video, Folge von Crash Bandicoot von und mit Tags. Puh, lustig. Und er guckt auf den Boden. Ja, wir. Ne, was heißt wir? Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Video. Auf Wiederhören.